Descent to Core. Nicht Descent. Mission 30. Descent into Core. Locate entrance to Strog Command. 19 Gegnerplätze machen. Heißt, schwere Gegner. Keine Ziele, wie immer. Wir daddeln einfach. Und zwei krasse Geheimnisse. Von mir aus. Gut. Willkommen zurück zu Quake 2 und dem großen, wahrscheinlich großen Finale. Nehme ich mal ganz stark an, denn ja, man hat's gesehen, zwei Dinge sind noch. Einmal hier zum Kern und dann wahrscheinlich im Kern selbst, ich schätze mal, nur so ein krasser Endkampf. Also im Grunde genommen wahrscheinlich die einzige Mission. Nein! Oh, du verkackter Berserker. Also jetzt mal ohne Witz, dass man diesem Angriff nicht ausweichen kann, indem man springt. Das ist eine Sache, kann ich einfach nicht begreifen. Und dass die Reichweite so groß ist. Wir wurden ja teilweise 10 Meter entfernt schon getroffen. Oh oh. Ja, nee, ist klar. Nein. Oh, du Alte. Ja, wie hau ich dich kaputt? Natürlich nicht. Aha. Alles klar. Was in... Bitte? Aha, der Nächste. Ah, komm. Verdammt, vielleicht mindestens... Jetzt vielleicht? Ach, leck mich doch. Ja, okay. Aha. Momang. Wir haben 100... Gut, 140 Schuss. Jetzt wird's Kritsch. Verdammt. Weil da oben wir haben schon den nächsten Berserker, diese Mistviecher. Eigentlich finde ich das super, dass sie so ein bisschen aufgepäppelt wurden. Aha. Aber komm, jetzt mach. Komm, 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 komm. Und zack. Bitte? Ach, das war natürlich wieder extrem gut geschossen. So, die Damen haben keine Moon. Und der nächste. Ja, komm, alles mitnehmen. Nein! Wieso wechsle ich auch? Toll, das war's. Wahnsinn. Ah, okidoki. Ach so, wir sind im Bohrer. Im Bohrkopf oder was auch immer selbst. Hier wieder Starkraft. Starkraft, ja. Stark geht. Lass grüßen. Ja. Bitte? Das Geräusch kommt mir so bekannt vor. Ja, du mich auch. Wo? Oder was? Join us. Was ist hier? Ich brauche die Raketen, da kommen die eisernen. Ach, an den Ringen komme ich nach oben, okay. Ja, aber ich zerquetsche, wenn ich zu lange mitfahre. Das heißt, ich muss. Oh, Wahnsinn. Okay, ich muss mitfahren und dann oben aussteigen, beziehungsweise erstmal Ärger machen. Oh, das war schon sehr gut. Was in... Was sind die Flieger? So, tschüss. Ja, da müssen die Finger nicht rein. Achtung, bewegliche Teile. So hieß es früher. Und Energie, was ist das? Eine Rüstung. Hau bloß ab. Und tschüss, Blutrabe. Okay, noch ein Stockwerk höher. Wir müssen eigentlich runter, aber hier drin müssen wir immer rauf. Was soll das denn? Aha, wir sind im Inneren. Im Kern. Das haben sie wahrscheinlich damit gemeint. Descent to Core. Naja. Scheit Dive. Das ist, das könnte mal besser, oder? Hallo? Können wir gerade. Machen wir es Stand. Hier, das wie als erstes noch gleich. Das, Sampnel. Okay. Das Sampnel. Alles klar.
Warte, ist das, Ach so. Ach so, ach so. Hier geht's nicht weiter. Wir haben eins von zwei Geheimnissen gelüftet. Ja, okay. Ich mal den. Die Superknarre. Hallo? Heute noch. So, das? Ach so, wieder krasse Corona. Darf man sagen. Oder? Haben Sie Leute langsam begriffen, dass nur Quatsch war? Ich weiß ja nicht. Gehen wir mal davon aus. Die Leute immer noch glauben, da bin ich mal vorsichtig. Stimpak, ja. Haben wir. Ach so, ein Dings könnte ich mal gebrauchen. So ein komisches Adrenalin. Was mir auch aufgefallen ist. Ja, zwei Dinge. Okay, jetzt geht's nach oben. Moment, sind wir hier nicht? Achso, jetzt mal ein Stock. Ah ja, klar, jetzt mal ein Stockwerk drüber. Aha. Und auch oben geht's. Nach oben geht's, geht nicht. Okay, also müssen wir einen Doppelsprung quasi machen. Und hopp, hopp. Ja. Ich habe dabei zugeschaut. Der hat sich das. Gerade hier Secrets und so. Der hat sich, naja, wie soll ich das ausdrücken? Irgendwie, Ja, lief nicht so gut bei ihm, weil manche Geheimnisse wohl in dem Ding noch nicht richtig sind oder so leicht. Oh, verdammt. Railgun. Ja, Tür auf oder Tür zu? Entscheide dich. Oh, natürlich die. Oh, verdammt. Hat den zerquetscht? Sauer. Okay, von oben Rakete. Ja, irgendwie sind die nicht so hundertprozentig da und es ist leicht verbuggt, das Hauptspiel. Ist da was? Ja. Nein. Oh, du Alte. Da, jetzt habe ich sie gesehen. Im Raum verteilt. Hito. Nix Hito. Hito. Komm, sparen wir Munition. Natürlich. Symmetrie. Man kennt es. Er darf auf jeden Fall. Moment mal. Ja, das speichern wir mal von diesem. Ach nee, wir müssen rüber springen. Alles klar. Und das ist nicht so toll. Was mir auch aufgefallen ist, die komischen Gladiatoren, das sind ja diese komischen Kollegen. Alter, drunter vielleicht. Die Gladiatoren sind ja diejenigen, die so ein bisschen mich mit der Railgun immer jagen, wo ich so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, dass ich da mich vor fürchten würde. Okay. Aber ist teilweise schon, ne? Die mich da durch die Gasse prügeln, das war schon unangenehm. Klar, da oben. Und was mir aufgefallen ist, im Hauptspiel, Found a Secret. Jawoll, Sir, damit haben wir sie alle. Da war das ein Witz. Da konnte der Kollege einfach so um den rum tanzen, also quasi mit dem, hier Strafe Walk, nenne ich es einfach mal. Ja, das war gar nichts. Was war das denn? Wow. Ja, wo ich hier quasi mich so doll fürchten muss bei der N64-Version, da war das ein Kinderspiel bei dem Kollegen. Raketen, immer gut. Oh. Nicht gesehen. Ach, halt! Ist das der Boss? Wie? Ach so, ja, schon mal auf die Oberfläche teleportiert und ich muss hinterher. Ach du schöne. Ach du grüne Neune. Ja, vielleicht mal. Ach, das war's schon. Ach, okay. 8 Minuten 43. Ja, das hätte man doch. Command Core. Ja, das wird ja ein Quickie heute. Da war ich gar nicht vorbereitet. Na gut, Destroy the Guardians, shut it down the core. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Scheint noch ein bisschen. Es gibt sogar trotzdem ein Secret hier und vier Gegner. Einer davon ist wahrscheinlich der Chef und drei sind seine Lakaien, schätze ich mal. Das war merkwürdig, weil der Kollege, wie gesagt, einfach so um den rumtänzen konnte, um diesen Gladiator. Und der hat nicht getroffen. Oh ne, wieder Stöckelschuh-Sound. Und das fand ich schon ein bisschen merkwürdig, wo ich hier quasi permanent in den Lauf geschossen bekomme bei der N64-Version. Das ist irgendwie. Haben die das einfacher gemacht? Außerdem, wenn ich gegen diese Enforcer, die Kollegen, denen der Kopf abfällt, mit ihren komischen Maschinengewehrchen am Arm, wenn ich hier gegen die vorgehe, sozusagen. Achso, muss ich gleich nochmal neu laden, oder? Weil ich hab ein bisschen getrödelt und meine ganze Lebensenergie ist weg. Was ist das? Oder gibt's hier auch nochmal was? Ja, nochmal 10% extra.
Wahrscheinlich ist das Geheimnis jetzt irgendwie... Ja, man sieht schon. Okay, das ist tatsächlich das große Finale. Hervorragend. Okay. Komm, laden wir nochmal neu. Was soll der Quatsch? Destroy the Guardians. Shut down the core. Alles klar. Und das ist einfacher, weil die komischen Enforcer, die konnte ich nicht, kaputt schießen, sozusagen. Nein, nochmal auf Deutsch. Ich habe damit Probleme, ja, die platt zu kriegen, die Viecher, bevor sie mich platt machen, sozusagen. Und bei ihm habe ich gesehen, also im Hauptspiel, dass das sehr viel einfacher ging. Die sind vorher platt, wurden vorher platt gemacht. Es gab, glaube ich, auch nicht dieses, sie sehen mich und schießen mir direkt mal in die Rübe. Das gab es da auch nicht. Also habe ich das Gefühl, das ist irgendwie schwieriger hier, die N64-Version. Seltsamerweise. Aber vielleicht war das früher wirklich so, weil es halt kürzer ist, kleinere Level und so weiter. Oh Mann. Das ist schon wieder Unreal 2 Anleihen hier. Und der Optik her. Ach komm, was soll der Geiz? Ich habe sowieso kein Dings. Keinen, Slugs habe ich nicht viel benutzt. Mit der Railgun bin ich wenig rumgelatscht. Es gibt hier ein Geheimnis. Und das wollen wir natürlich ergründen. Ich laufe dann hier einfach zum Chef. Darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen. Laufe ich zum Endgegner, ist ja Feierabend. Und das machen wir so nicht. So haben wir nicht gewettet. Gerettet, genau. Also scheint das hier wirklich die schwerere Variante zu sein. Vielleicht diesmal unter dem... Alles Klärchen. Okay, Fettrüstung. Habe ich sogar fast schon. Moment mal, habe ich... Das ist dieser... Power-Dings, ne? Power-Shield. 285 Power-Shield und das ist eine reguläre Rüstung. Wird es eigentlich immer mehr? Boah. 200%. Alles klar. Leider hat die Lebensenergie nicht, aber vielleicht finde ich noch was. Das scheint wirklich das Schwere zu sein, weil der ist da durchmarschiert. Das war ein Witz. Das letzte Mal, als ich das hier gespielt habe, war mit der Berserker-Mod, wo ich es ja eins mal aufnehmen wollte. Aber das lief dann nicht, weil das irgendwie völlig kaputt gerendert war, das Ding. Ich habe keine Ahnung, was das schon wieder für ein Quatsch war. Und wie gesagt, auch da die Frage, ist das überhaupt erlaubt in der Brit? Na, ist mal gelassen. Naja. Lange Rede, kurzer Sinn. Endgegner, der macht mich jetzt wahrscheinlich hin. So, wir haben 285 BFG. Ja, damit machen wir eh platt, oder? Ich habe ein Bild vor Augen. Outdoor. So eine offene Fläche, mehr oder weniger, mit so... So ein Viereck, genau. Und die sind so eingeschnitten. Im Mittelzentrum und außenrum, glaube ich, ein Weg. Erinnere ich mich recht? Ich weiß es nicht. Wenn es das gleiche ist wie auf dem PC, dann ist es das. Aber ansonsten, ich weiß es. Ich weiß wirklich nicht. Kommen wahrscheinlich dicke Jungs. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit der Chain Gun. Let's go. Oh boy. Der ist noch nicht tot, oder? Nein, der ist noch nicht tot. Oh, das ist da bestimmt. Schatz! Oh, verdammt. Daneben. Ach stimmt, das war der Endgegner. Diese komischen Kollegen auf ihren Schwebe irgendwas. Mal. 2 von 4, das sind die Endgegner. Warum sparen? Achso, deswegen. Lächerlich. Nightmare-Schwierigkeit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das war schon die letzte Mission, oder spinne ich jetzt? Destroy the Guardians, shut down the core. Okay,
Dann shutten wir den Core down. Okay. Press any key to continue. 23 Gegner und 3 Geheimnisse. Alles gelüftet in 13 Minuten 32 Sekunden. Ach, ist jetzt wie bei Doom 2, wo die Kollegen sich vorstellen und abgeknallt werden. Ist es das? Ja, Tatsache. Das war der Pistolen. Heini, jetzt kommt der Shotgun-Mann, schätze ich mal. Oder war es der Shotgun-Mann? Stimmt, es gibt gar keinen Blaster. Kein Blaster-Guard. Die sind alle Guards. Light-Guard, Shotgun-Guard, Machine-Gun-Guard. Ja, das ist dann der Machine-Gun-Guard, schätze ich mal. Warum wird der Text nicht eingeblendet, wie die heißen? Komisch, oder? Ja, tschüss. Vielleicht das nächste Mal salutieren, wenn du hier vor uns... Na, egal. Der Flyer. Ach, die haben ein Gehirn. Oder ist da so ein Gesicht vorne drin? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Muss mir eins der Videos angucken und gucken, ob das wirklich stimmt oder ob die mich anlügen. Ja, ja, das ist der Enforcer. Komm, läuft doch noch breitbeiniger. So oft wie der den Kopf verloren hat, sollte er vielleicht nicht so cool tun. Ja gut, Endgegner war jetzt hier eher mau, ne? Ach, das Parasitenhündchen. Ja, das war das Geräusch. Tap, 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 das man gehört hat. Ob er angesprungen kommt. Da sind sie doch bestimmt ganz stolz drauf gewesen. Also das ist echt Quatsch, aber... Ich meine, die waren schon krass im Original. Und vor allem im Controller ist das natürlich hart. Ich weiß immer nicht, wie der heißt. Sieht aus wie so ein Sentinel oder sowas. Oder ein Cyborg. Wie bei den... Hier bei Tiberian Sun, ne? Da gab es ja auch die krassen Cyborgs. Kampf-Cyborg. Tschüss. Ja, die werden übrigens alle strongifiziert, oder fixiert, ne? Das heißt, Mensch, dem werden Maschinenteile reingebeamt. Und dann ist er mit am Start, dann gehört er dazu. Der Icarus, auch wie süß er davon fliegt. Hätten sie was Sinnvolleres ausdenken können, wo er so irgendwie im Kreis fliegt, das Vieh oder sowas. Aber die sind zu schnell, genau wie der Flyer. So, was kommt jetzt? Stellt er sich vor. Gladiator, schätze ich. Ach, Iron Maiden mit zwei Enforcern. Natürlich, sie mit Geleitschutz. Und dabei ist sie auch unsere stronge, independent Women. Wieso braucht sie denn da zwei Forster, die da mithelfen? Naja. Krasse Dreadlocks hat sie auch. Unter anderem. Ah, verschwindet einfach, okay. Was das ist, keine Ahnung. Irgend so ein Aff. Ja, in den Höhlen haben wir sie doch gehabt. Diese komischen... Ja, und dieser Mine, wo wir dem... Was war das, ein Asteroid oder irgendwie sowas? Keine Ahnung. Da ist er, der Gladiator. Ja. Bei der N64-Version schießt er schön in den Hintern, wollte ich sagen. Bin ich immer gespannt. Im Hauptspiel offenbar nicht. Ganz, ganz komisch. Wie die uns gejagt. Da habe ich schon ein bisschen die Arschbacken zusammenkneifen müssen. Oh, der dicke Tank. Das waren bestimmt zwei Super-Tanks, ne? Weil die waren so orangefarben. Waren bestimmt die Elite-Tanks. Und das hier ist nur der Tank Junior. Obwohl, Tank Junior ist ja Q3. Auch ganz nett gemacht. Obwohl der eigentlich ein Witz ist, weil der zu langsam agiert. Einfach um die Ecke. Ja, wobei, sie schießen ja teilweise auch auf die Ecke, wenn man weg ist. So, das ist der Chef. Ich weiß leider nicht, wie der heißt. Der Herr Quake, sage ich einfach mal. War so klar. Achso, ich dachte, der bleibt da oben stehen. Man sieht das Gesicht nicht wegen der Anzeige da oben. Ja, das war der Endgegner. Das war der Kern vielleicht. Wie heißt er? Guardian? Einer von den Guardians? Keine Ahnung. Da auf den Schluck. Oh, den gab es auch noch. Stimmt. Der hat uns ja einmal platt gemacht und einmal sind wir in den Laserzaun gerannt. Das ist ein richtiger Tank. Super Tank. Keine Ahnung, wie der heißt, aber der war schon übel. Dass sie uns da in so eine winzige Arena gesperrt haben, fand ich aber ziemlich dumm. Und dass man vorher die BFG gefunden hat in dem Geheimnis, hat es irgendwie ein bisschen lächerlich gemacht. Ja, da ist er. Boah, der sieht echt aus ein bisschen wie Megatron. Nicht Megatron, der andere. Cybertron? Wie heißt nochmal der Bösewicht? Ne, auch mit dem Stiernacken, mit dem Metallenen. Sieht so ein bisschen aus wie der Bösewicht von den Decepticons.
Ja, Optimus Prime ist ja von guten, anders als Cybertron, oder? Nee, Cybertron ist die Welt. Wie hieß denn der noch? Bin ich doof? Habe ich doch letztens mal wieder geschaut. Obwohl es auch schon wieder Monate her. Letztens. Naja. Gibt's übrigens alles auf Englisch auf YouTube. Das ganze Transformers-Zeug und früher die guten aus den 80ern. Kann ich jedem empfehlen. Ja. Was kommt jetzt? Jetzt müssen wir einfach hier warten. Wahrscheinlich kommt noch so ein lustiges Gimmick am Schluss. Ansonsten lauschen wir einfach der Musik. Ist auch eine tolle Musik. Nein? Ja, press any key, button to continue. Ah, Quake 2, Night Dive Studios, Chief Executive Officer Stephen Kick. Alex Kick. Ja, die kicken aber ganz schön ass, muss ich sagen. Legal Notices, die brauchen wir nicht. Das ist übrigens die Standardmucke, die lief auch immer im Hauptmenü. Die habe ich jetzt mal rausgenommen. Am Anfang aber so ganz kurz gehört. Weiß man schon direkt im Menü, was hier eigentlich Phase ist. Diese krassen, schweren Sounds. Das war sehr, sehr gut. Das lassen wir auf jeden Fall mal durchlaufen. Haben sie verdient. Der Pölje. Ja. Schön. Schön lauter Sound, muss ich sagen. Aber hat Spaß gemacht. Muss ich wirklich sagen, das ist halt so ein bisschen, finde ich, so ein bisschen die Quintessenz, was diese Retro-Shooter angeht. Hier mal wirklich auf den Punkt gebracht. Und zum ersten Mal die N64-Version, ja, spielbar. Denn die war so ein bisschen mau mit dem Controller damals. Lief aber relativ gut, muss man sagen. Es gab wenig Cooldown. Wie heißen die? Ja, die Frames sind selten mal runtergegangen, dass man es nicht mehr spielen konnte, was ja oft der Fall war beim N64. Das sagt Thomas. Diesmal gar nicht. Special thanks. Ja klar, ich meine, wäre auch schade, wenn das auf einem heutigen Rechner. Na gut, mein Rechner ist ja nicht von heute, ist ja eher von gestern, aber das macht nichts. Das Spiel ist von vorgestern, von daher ist alles richtig. Und Quake 2 Call of the Machine, ja, das muss man auf jeden Fall auch noch angehen. Developed by Machine Games, genau. Aber das ist ja uninteressant, es geht ums N64. Ja, ja gut, das andere ist eher wurscht. So, ich würde sagen, den Sound. Machen wir so auf die Hälfte, so auf 10. Das muss reichen. Ja, wie gesagt, das war's. Das war die. Nee, nicht Load Game. Genau. Das war Quake 264. Einfach toll, ja. Und vor allem, das jetzt hier so flüssig zu spielen mit einem. Ja, mit einem vernünftigen Setup, das ist einfach ein Traum. Kann ich wirklich jedem empfehlen. Allein dafür muss ich ganz ehrlich sagen, hat sich's gelohnt. Und wenn ich. Also das hat sich gelohnt. Ich meine, ich habe es umsonst bekommen, weil ich es ja eh schon besessen habe. Aber als ich das gesehen habe, dass Quake 264 dabei ist, habe ich mir gedacht, okay, halt, stopp. Unter der Woche, das war dienstags, ne, wo ich angefangen habe mit den Videos, habe ich gesagt, das wird jetzt gemacht. Warum? Weil ich da so einen Bock drauf hatte, Quake 2, das Ding, was ich immer mal wieder auf dem N64 angespielt habe, aber irgendwie dann, weißt du, die Steuerung ist ja doch ein bisschen scheiße. Ja, habe ich mir gedacht, komm, das wird gemacht, das muss ich jetzt reinnehmen, weil ich da so Lust drauf hatte. Und hat, ja, einfach Spaß gemacht, das Ding hier durchzuboxen. Was ich auch noch nie durchgespielt habe, sind die beiden Add-ons, The Reckoning und Ground Zero. Das waren, ich habe ja die Quake 2 Quad Damage Version, die jetzt natürlich mit dem Remaster aufgefrischt wird. Aber das war vorher schon dabei. Und die habe ich nur mal angespielt, die ersten Level, oder den ersten Level, glaube ich, nur gemacht. Aber nie wirklich weit, weil ich da nie so dabei war. Und das Problem früher war dieses Maus-Smoothing, das haben wir dabei, was dieses, wie nennt man das? Diese Mausglättung, das sich so ein bisschen steuert wie ein Controller. Also nicht dieses absolute, ne, ich bewege die Maus X und dann bewegt sich der Charakter auch X, sondern immer so leicht beschleunigt und entschleunigt dann am Schluss. Das ist immer so ein bisschen schwammig, das ist ganz, ganz schlecht. Ja, Tutorial, ich habe keine Ahnung, ich glaube, das brauche ich nicht. Tutorial, what is los? Ja, egal, können wir mal machen. In einem anderen Video. Quake 2 natürlich das Hauptspiel, großartig. Da habe ich jetzt gesehen, dass das Anfangsvideo viel zu leise ist. Ich muss mal gucken, ob das hier auch der Fall ist. Das wird man dann noch sehen, eventuell. Weiß nicht, ob ich das auch noch mache. Und natürlich Call of the Machine. Wir haben es ja gerade gesehen. The Machine Head hat das hier gemacht. Die machen hier immer irgendwelche Machine-Sachen. Was war das nochmal? Machine of the Past, Machine of the
deine Mutter, irgendwie sowas, keine Ahnung, für das Quake 1 Remastered, das ich leider nicht spielen kann, weil aus unerfindlichen Gründen diese Vulkan-Renderer-Geschichte nicht funktioniert. Aber bei jedem Spiel sonst kann ich locker, oder läuft es am besten mit dem Vulkan, nur beim Quake 1 Remaster irgendwie nicht. Das ist natürlich ziemlich doof. Deswegen bin ich auf Quake Spasm angewiesen, beziehungsweise Dark Places für den 1.5er. Naja, das ist auf jeden Fall, sind die zwei, die ich in jedem Fall noch machen muss. Und das hier auch, Call of the Machine. Ich denke mal, da machen wir auch dann weiter munter. Da habe ich nicht Bock drauf. Genau. Das wird es weitergeben. Ja, ansonsten würde ich sagen, was ist erstmal Achievements? Oh Gott. Naja, das war's. Ja, ich danke auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen. Das war's für Quake 2 mit der N64-Version. Und beim nächsten Mal, ihr redet dann weiter mit was ganz was anderem. Und zwar mit einem der anderen, ja, Episödchen. Das sind ja wahrscheinlich alles Episoden. Vielleicht erstmal mit den beiden, ja, mit den beiden Erweiterungen zum Hauptspiel. Davon gehe ich mal aus. Und dann hebe ich mir das Maschinen, das hebe ich mir dafür einen Schluss auf, weil das, wie gesagt, habe ich noch nie gesehen. Da bin ich mal gespannt. Soll aber, habe ich schon gehört, so ein bisschen durchwachsen sein, wo teilweise die Mappen ein bisschen asozial schwer sind. Gerade auf Nightmare, aber muss mal gucken, ob es wirklich so ist oder ob wir da angelogen worden sind. Tja, das war's. Schwarzer Bildschirm. Das das vormalige, wie auch immer. Jetzt ist erstmal Feierabend. So, beim nächsten Mal gibt's mehr. Und Quake 2. Ich danke fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Quake 2. Bis dahin. Ciao, ciao.